So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Game Master TV. Wir beginnen mit zwei unansehnlichen Gebieten, aber hilft ja nichts. Ja, wir sind im Silberwald und wir sind hier in diesem Areal. Hier ist das Stadtgebiet von Untoten normalerweise und wir sind daneben in diesem oberen Areal. Und wir werden uns das mal angucken in der Panoramaperspektive. Ich kann euch gleich sagen, es ist ein unfertiges Gebiet. Und so sieht es eben auch aus. Ich zeige euch das trotzdem mal bei einem relativ zügigen Überflug. Na, vielleicht noch nicht zügig genug. So, machen wir es mal ein bisschen. Genau, so geht es besser. So ist schneller, so fliegen wir da besser drüber, weil man sieht wirklich nicht so besonders viel. Na, also, man verpasst nichts. Man verpasst wirklich nichts. Aber es gehört eben dazu. Ja, ich kurbel hier aus Versehen mit dem Mausrad immer raus, weil ich das Bild größer machen möchte und sehe nicht, dass ich da eigentlich nur weiter hochfliegen müsste dafür. Ja, ihr seht, es ist ja langweilig. Ja. Sehr, sehr langweilig. Ich verspreche euch aber, es wird noch richtig interessant heute. In der heutigen Folge wird es noch richtig, richtig interessant. Es lohnt sich also, dieses Brachland hier quasi anzugucken, um danach dann sich mit freudegeweideten Augen dem zu stellen, was da noch so kommen mag. Ich hoffe, ich verspreche da nicht zu viel. Hier haben wir da so ein komisches Monument aus 3, 4 Spitzen. Ne? Komisch. Das kann nicht willkürlich sein. Da muss sich jemand irgendwas dabei gedacht haben. Das stellt doch niemand so hin. Das muss man doch nicht erzählen. Ja, wie gesagt, das ganze Gebiet hier, traurig, aber wahr. Und wir gehen gleich zum nächsten Gebiet. Wir sehen uns also gleich wieder. Wir wollen uns hier nicht unnötig lang aufhalten. So, apropos Ödland. Wir sind hier im Ödland. Bei der Letlock-Klamm, um genauer zu sein. Die ist hier und wir sind hier oben in diesem Gebiet. Und schauen uns das ein bisschen an. Und ja, da unten ist die Letlock-Klamm und hier oben sieht es natürlich genauso trostlos aus. Hier hinten ist einfach nichts. Ja, das sieht irgendwie krank aus. das denkt man sich dabei. Wahnsinn. Hier hinten ist natürlich auch nichts, ein bisschen Berge, ja, aber von Texturen, also von schönen Texturen, weit und breit natürlich keine Spur. Sieht ein bisschen aus wie auf dem Mars, wie so eine Marslandschaft. Ja, das ist... Ja, es ist nicht schön, aber ich wollte es euch einfach der Komplettheit wegen zeigen, weil ist eben auch ein nicht fertiggestelltes Gebiet hier. Da wird man einige finden, wenn man sich mal hier in luftiger Höhe bewegt, aber na gut. Ich möchte hier nicht zu viel foltern mit solchen Anblicken, deswegen lasst uns schnell weggehen und irgendwo Interessanteres hin. Lasst euch überraschen, wir sind gleich da, wo es lustig wird. So, meine Freunde, wir sind zurück und wir sind hier unten in der Tiefenbahn. Ja, das mag jetzt nicht unbedingt ein nicht so zugänglicher Platz sein, aber wir haben hier Nessie. Ja, also wir stehen hier vor Nessie. Die wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. So sieht Nessie aus. Hübsch, oder? Gucken wir uns mal im Panorama an. Ah! Hoffen wir, dass man nicht... Flyern. So. Hoffen wir, dass jetzt kein Zug kommt, der uns überfährt hier. Hier ist ein Schiff. Das ist die schöne Unterwasserwelt. Das ist in der Tat Nessie. Zu sehen in der tiefen Bahn zwischen Sturmwind und Ironforge. Hier haben wir noch ein Hai. Hallo Hai. Wer bist du? Ein Riesenhai sogar. Und Nessie ist ein Boss mit 3600 Damage, ein Boss. Könnten jetzt Nessie umbringen. Nee, das machen wir jetzt. Das machen wir nicht. Das wäre gemein. Weil ich nämlich nicht weiß, ob ich sie respawnen lassen kann. Ah, guck mal, hier sind nämlich die Röhren. Ach, wir sind in dieser Röhre hier drüben nämlich. So sieht es nämlich aus. Wir kommen nicht auch nicht hier rüber in die andere Röhre. Aber müssen wir auch nicht, weil wir haben ja Nessie gesehen. Hm.
Soll man Nessie töten? Ich bin so unentschlossen. Ich würde mal gern sehen, ob ich Nessie töten kann. Und ob ich sie respawnen kann. Das müsste eigentlich, also respawnen müsste ich eigentlich können. Ich kann normale Viecher respawnen. Oh Mann. Ich bin so aufgeregt. Gucken wir mal. Ich hab Nessie umgebracht. Oh mein Gott. Nessie, Sterbeanimation. Ich stell mir gerade vor, wie die Allianzler durch die Tiefen mal durchfahren. Und dann, ja, was? Hey, Nessie ist tot. Was ist denn da los? Ja, tut mir leid. Fischvergiftung. Entschuldigung, Nessie. Ach, Nessie. Ich hab dich gekillt. Okay. Okay, bitte, bitte, bitte funktionier. Oh, meine Nerven. Ich hätte es nicht dem Admin erklären wollen. Wir haben Nessie umgebracht und wir haben sie wiederbelebt. Nessie ist in alter Schönheit da. Nichts passiert, liebe Leute. Also könnt ihr eure Briefe an WWF wieder einstecken. Aber mal ganz ehrlich, wann habt ihr schon mal Nessie sterben sehen? Also bei mir, ja? Noch nie habt ihr Nessie sterben sehen. Ihr werdet sie wahrscheinlich auch nie wieder sterben sehen. Ach, schau mal. Ein Einhorn. Na, sowas fällt einem doch auch nicht auf, wenn man da so schnell vorbeirödelt, oder? Fällt einem nicht auf. Nee, nee. Ah, ist schön, ist wirklich eine schöne Unterwasserwelt. Hier könnte ich mir fast ein Wohnzimmer einrichten. Ich finde es richtig, richtig knorke. Ja, aber ich denke, wir haben jetzt auch genug gesehen. Wir lassen Nessie in Ruhe, die kriegt schon ganz schronnige Haut, wenn sie sieht, wie wir rumgeistern. Ja, das war Nessie töten in der Tiefenbahn. Auch mal lustig. Und mal schauen, wo uns diese Game Master Folge sonst noch hinführt. Ich bin sehr gespannt. Lasst euch überraschen. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, wir sind wieder da und wir sind hier bei nicht Jimblins Insel, sind wir nicht. Das ist noch ein Anzeigefehler, da waren wir gerade eben, aber da ist nichts. Bei Jimblins Insel ist gar nichts. Da ist nur Wasser und sonst nichts. Wir sind hier auf Newman's Island. Und die ist irgendwo hier hinten. Ja, also wenn wir hier nach Dunmurrug gehen, die ist neben Dunmurrug, so wie es aussieht. Und ja, das ist nicht viel, das ist nur ein Steg und eine Hütte ohne was drin. Aber ich erinnere mich, dass ich mal auf einem Fun-Server war. Haben wir da hinten noch was? Haben wir nichts mehr. Ich war mal auf einem Fun-Server, da hatten die hier aus Kisten eine riesengroße Treppe in die Luft gebaut. Und also so ein Jump-Rätsel quasi, immer hochjumpen. Ich habe es nie geschafft bis ganz oben. Das ging ewig lang. Und da waren unterwegs, waren immer verschiedene Kisten positioniert. Und in den verschiedenen Kisten waren verschiedene gute Beute drin. Und wenn man es, glaube ich, bis ganz oben geschafft hat, dann hat man sogar ein Reittier abstauben können. Aber das war bockschwer. Da musstest du wirklich millimetergenau springen teilweise. Und je höher du kamst, desto schwieriger wurde es. Wahnsinn. Aber ich wollte dich das eigentlich nur mal zeigen hier. Wir fliegen mal eben. Schauen uns das mal aus ein bisschen weiter. Wir müssen aufpassen, die Erschöpfung. Die sucht uns hier schon heim. Ob ihr hierher kommen könnt, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir müssten mal gucken, was im Landesinneren ist. Dann kann ich euch nämlich sagen, ob ihr da hinkommen könntet oder nicht. Jede Menge, also wenn die Kartenanzeige wirklich stimmt, müsste dahinter Dunmurrug sein. Das schauen wir uns gleich mal an. Dunmurrug, Territorium der Allianz. Schöne hohe weiße Berge. Also da würde ich nicht unbedingt runtergehen. Ja, also wenn ihr hier auf den Berg hochkommt und irgendwie es schafft, beispielsweise als Priester könntet ihr es schaffen mit einer leichten Feder. Aber ich bezweifle, dass ihr es die Berge hochschaffen werdet. Genau, hier sind die Trogs. Wir sind jetzt hier in einem Eisklammtal. Okay, dann wisst ihr, hier ungefähr ist dann das Teil. Okay. Ja, außer, ja, wie könnte man da hinkommen? Ihr könntet probieren, ob er vom Sumpfland aus hier ganz außen rum kommt. Das ist dann aber ein ziemlich, ziemlich weiter Weg. Das könnte man versuchen. Was würde noch gehen? Das sind überall Berge drumherum. Ne, wenn, dann müsste das vom Sumpfland aus probieren, ob es mit der Erschöpfung schafft. Naja, gut, den haben wir gesehen. Mal schauen. Diese Folge geht dann noch ein bisschen. Wir werden mal sehen, wo wir jetzt als nächstes hinkommen. Bis gleich.
So, wie sind wir da? Und wir sind Ortels Unterschlupf. Wo ist Ortels Unterschlupf? Das will man gleich wissen, weil besonders groß ist er nicht. Und Ortel ist auch nicht daheim. Wir befinden uns immer noch in Dunmarok. Und wo ist Ortels Unterschlupf? Der ist hier oben. Das ist quasi hier der Durchgang. Hier kommt man raus und da unten geht man, glaube ich, wieder rein. Auf der Karte ist das hier. Über dem Südaußenposten, also Tor, Südtoraußenposten, das ist das hier. Ja, da. So. So sieht's aus, Klaus. Da ist dieses Ding. Ja, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Gut. Das war's von hier. Haben wir auch alles gesehen und gehen weiter zum nächsten Ding. Gott, das wird ein Geschnipple, die ganzen Parts am Ende zusammenzufügen. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist da. Okay, da wieder graue Haare. Aber. Meine Güte, ich mach's für euch. Das ist ja alles klar. Wir sehen uns gleich wieder am nächsten Gebiet. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns in der Burg Schattenfang oder auch nicht, denn wir befinden uns in der nicht instanzierten Burg Schattenfang. Hier sind die Ställe zu und die Tür hier ist auch zu und die Tür hier oben, die ist auch zu, zugemauert. Das ist die Burg Schattenfang. Also nicht in der Instanz, außerhalb der Instanz. Können Sie es mal ein bisschen angucken. Es ist halt alles wirklich zu. Hier ist, obwohl, warte mal. Kommen wir hier rein? Oh, ha, dahinter ist nix. Dahinter ist nix. Okay, da muss man echt aufpassen. Ja, hier oben, bla bla bla. Hier runter, dadurch, da hoch. Und dann kam ja hier dieser komische bla bla blub, der Blinde. Ja, der kam ja dann hier. Hier haben sie auch zugemacht. Der hat alles zugemacht. Verflixt und zugemacht. Schau mal, ja, hinten kann man nicht dann wieder raus. Aber da rein kommt man nicht. Da haben sie auch zugemacht. Und da ist man hier lang gelaufen. Hier war dann ab und an eine Truhe noch. Und dann ging es hier drin, ging es dann weiter. Da haben sie auch zugemacht. Ja, verrückt. Naja, das ist Burg Schattenfang. Von oben. Als nicht instanziertes Teil. Hier unten ist Lohnscheid. Nun ja. Ist da oben noch irgendwas Besonderes drauf? Nein, Burg Schattenfang ist hohl. Ich hab's geahnt. Mogelpackung. Burg Mogelpackung ist das hier. Wahnsinn. Ja, und die kommen auch durch die Decke. Mein lieber Scholli, da darf es auch nicht regnen. Ist der auch hohl? Der ist auch hohl. Darf doch keinem erzählen. Von außen sieht er so aus und von innen ist er hohl. Okay. Ja. Sieht aber doch ganz heimelig aus. Muss schon sagen. Nicht schlecht. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir als nächstes hingehen. Wie gesagt, das wird wieder eine Folge der vielen Schnitte und viel Rumspringerei. Machen wir vielleicht ein bisschen Panorama hier. Oh, schön, schön, schön Panorama. Ganz viel Panorama. So genug für ein Panorama. Und bis zum nächsten Sprung. Tja, meine lieben Leute, wir sind's wo und wo, weiß ich gar nicht genau. Stratholm. Aber es wird mir nicht auf der Karte angezeigt. Ich bin nicht auf der Karte. Ich bin hier nirgendwo auf der Karte drauf. Bin nicht mal auf der Weltkarte drauf. Bin nicht mal hier irgendwo drauf. Ich bin gar nicht drauf. Ich kann hier aber nicht aufsitzen. Ich kann hier aber fliegen. Juhu. Wo sind wir hier? Mysteriös. Ziggurat. Wo sind wir? Ich weiß nicht, wo wir sind. Irgendwo außerhalb oder innerhalb oder unter Stratholm vielleicht. Oh, das sieht aus. Ja, wieder wie so eine Plane, die über den Felsen drüber liegt. Also wenig attraktiv irgendwie, aber. Ist das ein Weg? Das ist tatsächlich ein Weg. Das müssen die östlichen Pestländer sein. Hier muss Stratholm sein normalerweise. Und da oben geht es dann, beziehungsweise hier müsste irgendwo der Hintereingang von Stratholm normalerweise sich befinden und. Naja, das müsste der Weg sein, der dann im Endeffekt nach Stratholm reinführt.
Genau. Aber warum ist hier niemand? So leer. Müssen wir das da vorne denn eigentlich Stadholm sehen noch? Ist ein komisches Gebiet. Ja, da sehe ich den Wirbelsteinen von Stadholm. Hier sollte eigentlich Wasser sein. Da ist die Brücke. Richtig, richtig. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Aber ist ein bisschen komische Sicht. Hier ist der Portstein normalerweise immer. Hat einer einen Portstein geklaut. Und da hinten. Ja, wir wissen es. Stratholm ist hohl. Stratholm ist nicht da. Stratholm ist nach Hause gegangen. Kommen wir hier rein? Nein, kommen wir natürlich nicht. Kommen wir natürlich selbstverständlich. Ja, außerhalb von Stratholm. Meine Güte. Man sollte es nicht glauben. Okay. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch und deswegen zeige ich euch noch etwas sehr Besonderes. Wir sehen es gleich wieder. Seid gespannt. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück hier. Und ich habe euch ja noch was Besonderes versprochen. Und das halte ich jetzt auch. Wir sind in Sulgrub, scheinbar. Und zwar sind wir wunderbar beim Altar der Stürme in Sulgrub. Meine Güte. Wo könnte dieser Altar der Stürme hier nur sein? Und warum ist er hier? Und wo sind wir überhaupt? Tja, können wir fliegen? Machen wir mal fliegen an, wa? Gucken wir mal, wo wir sind. Hui, hier ist ja irgendwie gar nichts. Ist überhaupt nichts. Hier sind nur zerklüftete Felsen und da unten ist der Altar der Stürme. Hier drüben ist noch eine Mauer. So, so sieht der Altar der Stürme also von oben aus. Wahnsinn. Ich finde ihn sehr hübsch. Die Farbgebung ist sehr hübsch. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, boah, der sieht ja toll aus. Der sieht viel besser aus als der, der da in der brennenden Steppe rumsteht. Sieht ja viel besser aus. Aber wo sind wir? Was ist hinter dieser Mauer? Mal gucken. Ein bisschen schneller machen hier. Ein bisschen schneller gucken. Wir haben doch keine Zeit. Ah, ja, gucke mal da. Ja, wo sind wir denn jetzt? Das ist doch nicht Sulgrub. Jetzt haben wir doch kein. Das ist doch nicht Sulgrub. Das sind doch die verwüsteten Lande. Erzählt mir doch kein Ding vom Pferd. Das sind doch die verwüsteten. Aber hallo, das sind die verwüsteten Lande. Also zumindest sollten das die verwüsteten Lande sein. Und hier hinten sollte eigentlich dann das dunkle Portal sein. Eigentlich. Eigentlich ist mir dunkle Schokolade viel zu herb. Eigentlich. Oh mein Gott, sie haben das dunkle Portal getötet. Hier ist ja gar nichts. Hier ist ja die Welt zu Ende. Aber ich meine, korrigiert mich. Das ist erst normalerweise, das hier ist der Krater, wo das dunkle Portal normalerweise drin ist. Da, bam, bam. Na, hier geht's durch schön. Da, da, da. Hier müsste die Allianzfestung sein. Und da hinten geht es in Richtung Sümpfe des Elends. Weiß ich natürlich, weil da gehen wir immer nach Karsan. Oder gingen wir immer nach Karsan? Ja, genau. Hier ist dieses komische Ding, die komische Festung. Genau, hier war es früher noch ein Questgeber. Nee, hier war noch ein Horde-Questgeber, der hat gut Punkte gegeben. Hier ist die, oben ist die Mine der Allianz, da. Und hinten, die haben auch die Sümpfe des Elends geklaut. Kloppt. Die haben alles. Hier geht's auch nicht weiter. Sümpfe des Elends nicht mehr da. Hat sich ausgesümpft. Verrückt. Tschüss, sowas. Also, wir sind ja tatsächlich in einem Gebiet, das nicht begangen werden kann. Das hier kommt ein normaler Spieler nicht hin. Wir schauen mal, was hier drin ist, ob da überhaupt was drin ist. Ja, ist nichts drin, aber wenigstens ist es ausgebaut. Wenigstens ist es hier nicht irgendwie wieder überhaupt nichts dahinter. Also Luft, ne, leerer Raum. Ja, das sind definitiv zumindest die halben verwüsteten Lande. Die haben sie so verwüstet, dass nichts mehr übrig geblieben ist. Die Schufte. Und hier ist noch ein Altar der Stürme. Guck mal, das ist ein Klon oder wie?
Warte mal, ist der hier? Aber der ist doch normalerweise auch nicht hier. Der ist doch normalerweise unten in der brennenden Steppe. Ist doch der normalerweise. Was macht denn der jetzt hier? Also haben sie hier einen gebaut? Ich weiß nicht, hat wahrscheinlich irgendjemand seinen Altar der Stürme-Fetisch ausgelebt. Hat gedacht, das steche ich überall da hin. Da haben sie gedacht, oh mein Gott, wir müssen es kontrollieren. Bauen wir ihm schnell irgendwas, wo er hier Altare hinstellen kann. Was denn hier hinten? Da hinten ist dann der andere Altar quasi. Wir müssen mal gucken, was das hier ist. Doch ein ganz interessantes Gebiet. Ach, hier ist wieder nichts. Hat die Andeutung einer Höhle. Ja, das ist der andere Altar, richtig. Haben sie tatsächlich zwei Altäre hingebaut? Verrückt. Gucken wir mal, ob es da drüben weitergeht. Das sind doch normale Bäume. Wir sind doch hier irgendwo, müssen wir doch hier rauskommen. Also, wenn man ins Gebiet kommen kann, würde ich sagen, am ehesten hier rüber. Falls das hier normales Gebiet ist. Das sieht nicht nach normalem Gebiet aus. Und hier würde man wahrscheinlich auch nicht hochkommen. Wir sind auf der Karte immer noch nicht zu sehen. Das ist doch nicht so korrupt, oder? Wo sind wir denn hier gelandet? Doch, das ist Sungurup. Ah, okay. Wir sind jetzt in der richtigen Sungurup-Instanz. Korrekt, korrekt, korrekt. Wir sind tatsächlich darin. Deswegen sehen wir uns nämlich auf der Karte auch nicht. Wir sind instanziert. Das heißt, wenn ihr nach Sungurup kommt und irgendwie auf den Berg hinter diesem Wahnsinn, da hier hinter diesem Wahnsinnsareal, Rand des Wahnsinns, da habe ich ja in einer der letzten Folgen schon davon erzählt, wo wir in dem Sulgrub waren, das nicht instanziert ist. Also wenn das irgendwo da hinten raus schafft, über die Bergen drüber, dann könnt ihr da bei dem Altarding sein. Ist doch der Wahnsinn. Guck mal, ein paar Karten so aus. Also so sieht nämlich sein Tempel richtig aus. Korrekt. Ja. Und Onkel HK ist da. Hallo Onkel HK. Grüß dich Gott derweil. Ja. Und da, hier ist nämlich dann auch der richtige Dingens, ne? Was ich vorhin gesagt habe mit Tekal. Genau. Da hatten sie nämlich hier so ein Ding hingestellt und da hatten sie so ein Teil hingestellt und da hinten war zu. Bei dem nicht instanzierten Ding. Ne? Da hinten ist Hohepriester Tekal. Wo ist er? Da ist er. Hohepriester Tekal. Der sich in einen T-Shirt verwandeln kann. Ja, aber von Sugrub vielleicht ein anderes Mal mehr. Wir wollten ja den Altar der Stürme angucken und das haben wir gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei dieser Folge. Ich denke, sie hat einen würdigen Abschluss gefunden. Wenn sie am Anfang etwas eintönig war, dann tut mir das leid. Aber ja, es ist nicht immer nur Sonnenschein, meine lieben Freunde. Mal schauen, was wir in der nächsten Folge erleben. Könnte spannend werden. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen. Wie immer einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr diese Game Master TV-Folge hier anschaut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.